Kannst du mal die Tür aufmachen? Huch. Schatz, dann mach du die Tür auf. So, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe hier eine Bude gebaut. Geklaut. Geil. Will jemand kaufen? 2 Euro. So, Jungs, ich bin gerade schon dabei. Ich bin schon dreimal rübergegangen oder so. Mit meinem krassen Breff hier. Extra nur das. Ich habe das schon mal mit meinem ODB-Stecker gemacht. Und ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Ich habe jetzt noch mal schön mit heißem Wasser an der Dusche. Bin draufgegangen, noch mal schön mit einem Schwamm. Da kommt immer eine schwarze Suppe raus, wenn man das macht. Und da können wir mal kurz machen hier. Ich mach mal kurz, dann zeige ich euch mal, wie das ungefähr aussieht. Ja, ich habe mal alles schön noch mal durchgefegt hier für den Dreckig. Ist jetzt aber nicht mehr so viel, so wie vorher, aber trotzdem noch eine Plörre raus. Ich kann mir vorstellen. Wie gesagt, ich mache das Teil mal fertig und dann mal gucken, wie es aussieht. So, ich habe euch alles leider nicht vorher gezeigt, aber vielleicht kann ich ja ein Video einblenden, wie es vorher aussah. Ich habe noch nichts drauf gemacht, also keinen Spaß mache oder so. Vielleicht ist es noch ein bisschen nass, habe mit einem Handtuch gemacht. Ja, bis jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal geil aus. Aber ich will das ja versuchen, ohne dass man es lackieren muss. Bis jetzt sieht es gut aus. Aber ich warte, bis es nochmal richtig trocken ist und dann mal gucken, ob ich das noch weiter behandeln muss. Yeah! Die Mittelkonsole, was ich heute ausgebaut habe, also dieses Alu-Dekor, hatte ich ja getauscht. Und das Mittelding mache ich jetzt auch noch, weil dann verkaufe ich das nachher und dann sieht es halt wenigstens ordentlich aus, weil so kann man das ja nicht verkaufen. So, so sieht es jetzt erstmal aus. Sieht so leicht matt aus. Fühlt sich auf jeden Fall nicht mehr klebrig an. Ich habe das gerade alles ein bisschen geföhnt hier. Ich werde, glaube ich, aber morgen nochmal zweimal rübergehen und dann sieht es schon schick aus. Und dadurch, dass es ja so matt ist und ich das nicht lackieren will, nehme ich so einen Kunststoffaufbereiter. Und dann sollte es eigentlich alles wieder schick aussehen. So, mit dem mache ich das Gleiche. Da geht es auf jeden Fall einfacher, weil er nicht diese Struktur hat. So, hier mache ich das auch in der Mittelkonsole. Bei der hatte ich das ja schon mal gemacht. Da geht es auf jeden Fall einfacher. Da habe ich dann auch so ein Zeug drauf gemacht. Ja, und da bin ich gespannt, wie das bei dem aussieht. Wie gesagt, ich will das ja verkaufen und dann soll das wenigstens ordentlich aussehen, weil wer kauft sowas? Ich denke mal, so wird auch keiner kaufen, aber es gibt schon welche, manche, die es haben wollen, wisst ihr? Und dann geht das Fall so ein paar Euro weg. Und wie gesagt, hier das Gleiche. Ich habe gerade mal nur so, ohne diesen Reiniger. Und hier hast du schon richtig den Softlack so bröseln sehen. Ein Schwamm, so, wisst ihr? Hier liegt das, glaube ich, so. Jetzt habe ich das erstmal einweichen lassen. Oder ich lasse es jetzt erstmal einweichen und bin ich gespannt. Ich hätte mal vorher nachher machen müssen. Habe ich leider nicht gemacht. Zieht euch mal rein, sieht aus wie neu. Ja, an den Dingern geht das richtig gut. Sieht jetzt auch nicht matt aus. Ist noch ein bisschen Wasser. Ja, sieht richtig gut aus. Hier nochmal als Vergleich, habe ich vergessen zu machen. Hier sieht der. Das ist sogar noch harmlos. Die anderen Sachen sahen richtig eklig aus. Die sahen ungefähr so aus. Ist auch richtig eklig. Ja, jetzt guckt euch das an. Können wir so einen richtigen Vorher-Nachher machen. Jetzt mache ich das mal schnell sauber. Jetzt zieht euch da drin. Sieht aus wie neu. Und hier ist es auch schön glatt, deswegen geht es hier so richtig schön ab. Und es ist da drunter wenigstens auch schwarz. Bei dem Dings hier, bei denen hier, seht ihr, ist so leicht, oder es ist halt so weiß oder matt oder keine Ahnung. Deswegen lackieren die meisten auch. Hier ist es top. Aber hier, da werde ich halt so einen Kunststoff schwarz nehmen oder sowas. Und dann sieht es auch wieder schick aus, hoffe ich. Weil lackieren, ne. Das ist hier bei dem so aufwendig. Und habe ich auch gar keine Lust zu irgendwie. Ich habe jetzt mal alles ausgebaut noch. 2 Sachen fehlen noch. Die
unterm Lenkrad da die zwei. Hier kriegt euch das an. Das sieht so räulich aus. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Und das klebt doch alles zusammen. Kennt ihr ja bestimmt. Das war der Beifahrer. Sexy. Das drücken wir auch noch gleich mitgenommen. Und dann gucken wir mal, wie das gleich aussieht. So, ich habe das jetzt gerade mal bei meinen Türgriffen gemacht, also bei der Fahrerseite. Ist auf jeden Fall unbezahlte Werbung. Ich will das einfach mal ausprobieren. Bis jetzt sieht es gut aus. Und hier versuche ich das Gleiche. Weil ich will das ja, wie gesagt, nicht lackieren, sondern einfach nur mit dem Zeug hoffentlich wieder schön schwarz. Hier vorher. Und dann mal gucken, hoffentlich nachher. So. Bisschen flacker, flacker. Das ist jetzt das Endresultat. Sieht top aus. Hier ist es ein bisschen doofer, finde ich. Das sah ein bisschen leicht schmierig aus. Jetzt habe ich nochmal mit dem Schwamm hier. Kann ich auch nur empfehlen. Aus Kaufland habe ich das. Und ja, egal, das kommt ja eh neu. Aber das sieht auf jeden Fall besser aus als wie vorher. Vorher war ja richtig eklig. Aber Hauptsache, die Sachen sehen geil aus. Aber ich muss schon sagen, sieht schon geil aus. Vielleicht gehe ich morgen nochmal rüber, einmal vielleicht. Aber eigentlich sieht es schon top aus. Hier noch die Griffe. Sehen eigentlich auch wieder top aus. Aber auf jeden Fall besser als wie vorher. So. Wir sind auf jeden Fall erstmal fertig. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, kann man nicht meckern. Wie gesagt, die glatten Flächen, die zeige ich euch. Die sind jetzt nicht so geil geworden, finde ich. Die sehen so, keine Ahnung, so schmierig aus. Und kratzig. Die werde ich mir mal noch mal neu holen oder lackieren. Aber hier kannst du echt nicht meckern. Ich bin gespannt. Ich baue den ganzen Kram ein. Habe auch noch meine Pacific im Moment. Meine Pacific-Griffe bekommen. Also einmal die und einmal im Innenraum. Das habe ich schon eingebaut. Die muss ich noch kleben. Ja. Meine Kappen habe ich auch schon gemacht. Für meine SRW, die ich ja nicht habe. Das sind nur Kappen, die ich da draufklebe. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns, wenn es eingebaut ist und wieder alles fresh ist. Wie gesagt, ich habe nur das gemacht. Das hintere Teil, was dahinter ist, wo Armlehne ist, habe ich jetzt nicht gemacht. Hier war das ja so extrem schlimm. Hier finde ich, geht es auch wieder alles schicki. Ja, wenn man es richtig neu haben will, muss man sich das neu kaufen. Oder richtig lackieren, schleifen, alles schön machen. Ich habe das gar nicht geschliffen, wie ich schon gesagt habe. Ich habe das einfach so gemacht. Mit Kunststoff neu von Sonax. Und ja, ich bin bis jetzt zufrieden. Klebt nichts. Alles top. So, ja, ich habe alles wieder verbaut. Erstmal nur provisorisch. Den Griff habe ich jetzt nicht gemacht. Hier dahinter habe ich aber schon wieder schicki gemacht. Aber mir ist gerade zu kalt dafür. Wo sagt er? Hier in der Mitte habe ich so gut wie es geht schick gemacht und muss sagen, sieht geil aus. Jetzt wenn ich das Lenkrad wahrscheinlich noch mache, mal gucken, werde ich das vielleicht wahrscheinlich auch noch oder vielleicht im Innenraum sauber machen oder wenn dann vielleicht doch abmachen, mal gucken. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. War zwar jetzt nur ein kurzes kleines Update oder sowas, aber ja. Als nächstes geht es wahrscheinlich mit dem Lenkrad weiter, wenn ich es heute noch schaffe und dann noch bald die Armatur hier. Yeah.